Hallo und ein wunderschönes herzliches Willkommen. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr, auch wenn ich dieses Video zum 3.1. aufgezeichnet, am 3.1. aufgezeichnet wird. Ich begrüße euch heute mal aus Mainz. Dies hier ist ein DB-Bus, der Rhein-Nah-Bus. Dieser verkehrt auch zwischen Klein-Winternheim Bahnhof und Mainz-Hochheim, Berliner Platz als Linie 68. Und ich habe mir gedacht, da ich ja noch niemals auf dieser Map Mainz gefahren bin, habe ich mir gedacht, ich fahre mal heute mal das erste Mal über die Map Mainz, die ich schon seit voll längerer Zeit mal installiert habe. Seit ein paar Tagen später, nachdem diese erschienen ist, habe ich mir gedacht, ich installiere die Map, aber kam noch nicht dazu, diese Map mal zu befahren. Es kam ja dann am Ende des letzten Jahres, also Ende des Jahres 2015, die Gladbeck 2016 heraus, und da habe ich erstmal dies bevorzugt, beziehungsweise auch die Map Telthof, also genauer gesagt das Berlin X10 Add-on. Und heute möchte ich halt mal zum neuen Jahr halt mal, welches schon 2-3 Tage alt ist, mal gerne mal auch in meinen Let's Drive Folgen mal auf der Mainz Map herumfahren. Und das Ganze dann halt auf der auf der längsten Buslinie, die Linie 68, wie ich gerade auch gesagt habe. Ich habe schon bereits einen Fahrplan ausgewählt. Wir fahren von Klein-Winternheim Bahnhof nach Mainz, Hochheim, Berliner Platz. Diese Fahrt führt uns dann am Zweitdeutschen Rundfunk vorbei, durch die Innenstadt von Mainz, wo man auch auf Straßenbahnstrecken treffen werden, durch diverse Vororte und durch die Innenstadt von Mainz. Wir fahren heute halt mit einem MAN Line City ULG. Dieser Bus hat halt einen anderen Dashboard, wie ihr sehen könnt, also eine andere Messinstrumentsträger drin. Wie auch bei den Stadtbus, bei den Standart, ist hier halt der Bordcomputer. Zusätzlich hat der Bus hier auch ein Umdrehungsmesser. Ist bei dem Bus auch ein Umdrehungsmesser eingebaut und natürlich der Tachometer. Zu den Standardbussen hat dieser Bus auch Überlandsitze drin, also diese Regionalbusbestuhlung drin. Verbaut wurden halt 3 Außenschwenktüren. Sonst hat sich der M1 Line City UL nicht geändert, nur dass halt hier Sitze verbaut sind, die halt dickere Polster haben und höhere Rückenlehnen. Sonst sieht alles halt genau gleich aus. Die Anzeige zeigt uns jetzt halt auch an, dass wir die Linie 68 fahren, also dass man sich in einem Bus der Linie 68 befindet. Minus 38, das werden wir jetzt natürlich vorspulen. Ich warte jetzt hier bestimmt nicht fast 40 Minuten hier. So, die Abfahrt erfolgt um 13.27 Uhr. So,
Dann stelle ich die Uhr jetzt erstmal auf 25, damit wir jetzt nicht mehr Ewigkeit warten müssen. Ich schmeiße schon mal den Motor an. Kontrolliere immer noch mal kurz das Außen-Ibis, das Außenanzeige, die Außenanzeige, ob es korrekt ist. Man muss wahrscheinlich als Liniennummer 068 eingeben und als Umlauf 72. Das ist ja auch leider keine Links verbaut. Machen wir mal die Tür zu schon mal. Machen am besten auch die Heizung an. Ich benutze jetzt das Wetter, gucken, was für ein Wetter man hier als Echtzeitwetter verwenden kann. Das hat sich leider sehr, sehr, sehr reduziert hier. Das Rheinland-Pfalz, wo liegt das ungefähr? Ach, ist egal. Nehme ich halt mal das Wetter von Stuttgart. Dort muss man jetzt halt feststellen, dass es regnet. Also schon mal die Scheibenwischer anschmeißen. Jetzt ist die Bremse wieder drin. Oder dass der Bus erkennt es automatisch, dass es das umgeschaltet werden soll. Da ist der Bahnhof von Kleinen Winternheim. Hier ist die Starthaltestelle. Mach mal die Hilfspfeiler an, ich bin noch nie auf in Mainz unterwegs gewesen, auf die Bahn an. Nach diesem Haltbahn wird es halt rechts. Leider steht immer das falsche Ziel da drin. Irgendwie will mich mal das Ding immer veräppeln. Ja, die kenne ich ja leider nicht, die Zielnummer. Damit wir überhaupt Fahrgäste in den Bus bekommen, werde ich jetzt erstmal auswählen, Hochheim. Ach, das ist ja, ne, wir sind ja jetzt, wir sind ja, ist ja auch richtig, Mann. Jetzt aber Kniegas. Leider schalten sich die Blinker nicht automatisch aus, die muss man selber ausschalten. Oberolm, Lannerstraße. Das ist halt der DB-Bus, da sind die Haltestellenansagen natürlich ein bisschen anders.
weil immer auf der Gladbeck-Map herumfahren, das ist halt auch mal ein bisschen langweilig, deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre mal heute über Mainz. Guck mir mal die Stadt Mainz an, ich war im Echten noch nicht dort gewesen. Oberolm, Feuerwache. In der nächsten Folge fahre ich dann halt mal mit einem MAN Line City Standard wieder zurück. Hier ist nämlich 30, deswegen fahre ich auch 30. Ist auch mal sehr interessant, mal über eine Map zu fahren, die ich noch nicht kenne. Auch sehr cool, die Ampel, die noch nicht in Betrieb ist, mit gelben Tüten. Die Ampelköpfe noch mit noch übertütet sind, mit gelben Folien. Mit so gelben Hüllen noch, mit so gelben Plan eingehüllt noch sind. Hallo. Mal die Heizung anschließen. Ich bin aber doch ein unfreundlicher Busfahrer. Ich sag noch nicht mal Hallo. Wo es halt das nächste Schild kommt, reiß ich zu Ende. Oberolm, Dreiser Straße. Es kann sein, dass die Stadt auch Oberolm heißt. Wie gesagt, ich war leider noch niemals in Leipzig gewesen. Ich kann mir zurzeit auch sowas auch erstmal momentan auch nicht leisten. Taxi. Komm, fahr. Hast ja Platz genug hier. Ja, fahr. Gut, dass wir keine Kollision haben gegen mit KI, können wir einfach durchfahren. Es sind auf jeden Fall auch sehr viele eigene Objekte verwendet worden. Wie ihr das auch sehen könnt an den Häusern. Nicht immer diese Standard Spandau-Projekt-Objekte, nicht Projekte. Boah, was ist das denn jetzt hier? Halt die Klappe da hinten. Kaum bin ich am Fahren schon am Rumbauen. Oberolm am Beinestein. Boah, 30, 30, 30. Immer nur 30. Als ob die Fahrgäste bei mir in der Pedalerie sitzt. Mein Paddleboard sitzt. Da kommt ein Kollege, der fährt in Richtung Kleinhinternheim, Bahnhof. Was auch sehr schön ist, ist, dass es auch hier Überlandabschnitt gibt, weil Oberolm ist, glaube ich, kein Stadtteil von Mainz, weil Mainz kommt bestimmt jetzt nicht. Auch sehr schön mit den Schildern hier. Wir fahren geradeaus weiter. Oberolm, Forsthaus. Jetzt möchte mal einer aussteigen.
ja jetzt hier den Umdrehungsmesser hier unten. Da ist er. Wie viele Umdrehungen der Bus gerade hat. Ist halt nur bei den Überlandbussen zu verdrehen. Was auch sehr schön ist, dass auch hier so richtig realistisch nahe Schilder verbaut wurden. Kommt ja irgendwann mal ein Update, dass auch der Blinker automatisch wieder ausgeht. Das ist ja jetzt bei jedem Fall, eigentlich bei fast jedem Bus oder ist es eigentlich bei jedem Bus jetzt eigentlich Standard, dass der Blinker beim Zurücklenken auf Neutralstellung dann wieder ausgeht, der Blinker. Mainz. Mainz, wir kommen. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt planieren. Heppelstraße. 18. Ich fahre dabei 60. Dann fahre ich. Mainz. 30, ein sehr kleines Schild, sehr, sehr gut zu sehen. Wenn ein LKW jetzt hier reinfährt, der würde das jetzt gar nicht sehen. Weil hier ist ja auch kein Fahrverbot für LKWs. Jetzt mal gucken, dass, ob die sich auch dran halten. Auf zu hüpfen, stottern kommen. Ach doch, der Blinker springt doch automatisch raus. Was auch hier auffällig ist bei den Bürgersteigen, es sind auch nicht diese Standard-Spandau-Bürgersteige verwendet worden, diese typischen Berliner Bürgersteig-Pflastersteine verwendet worden. Der Blinker springt ja doch raus. Automatisch. Stimmt nicht bei jedem Bus. Hindemithstraße. Lass erstmal den Bus einfach wieder ausrollen. Hier ist doch immer noch 30. Ich habe jetzt immer noch kein Schild. Obwohl ich bin auf der Hauptstraße gefahren. Es kann sein, dass es wieder hier 50 ist. Kann nämlich gerade sein, dass da gerade draufgestanden hat, Landeshauptstadt Mainz und oben auf dem Schild dann halt der Ortsteil von Mainz. Aber es kommt auch manchmal vor, dass dann oben zum Beispiel, ich sage jetzt mal, bei Leckerhallen steht, dann Landeshauptstadt Mainz. Das ist ein Stadtteil von Mainz. Ist jetzt halt jetzt zum Beispiel, das war jetzt halt anhand eines Beispiels. Boah, hör auf zu hüpfen, ey. Stellen sich gleich wieder die Fahrgäste. Man merkt, dass die Objekte wieder sehr performancehungrig sind. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Eine Tageskarte hätten Sie gerne.
Müssen wir erst mal gucken, wo hier die Fahrkarten sind überhaupt. Ach, da oben. 5,90 kostet die. Das ist natürlich dümmlich jetzt der Geldwechsler. 6, 18. Und dann brauche ich jetzt hier einfach nur auf Drucken gehen. Kurz Unterbrechung, muss jetzt wieder mein Lenkrad. Ah, ist natürlich da typisch. Obwohl, ich kann es ja trotzdem auswählen, ist ja eben kein Problem. Omsi hat leider ein Problem damit, dass meine Seitenkonsole von meinem G27 Lenkrad, also die Richtungstasten, die dort drauf sind, dann einfach mal vergessen werden. Das heißt, der Omsi möchte dann wieder, dass ich wieder lieber mit der Tastatur fahre. Das Lenkrad funktioniert zwar noch weiterhin, aber die Richtungstasten, der RBS, das Steuerkreuz nicht mehr. Der 8-Wege-Schalter, wie man das Ding auch sonst nennt. Der 8-Richtungsschalter. Das dauert und dauert und dauert. Jetzt ist es da. Da G27. Okay. Ich warte jetzt erstmal ab, bis die Objekte meist geladen haben, sonst hüpft der Bus wieder rum. Das ist halt das Problem bei Großstädten. Brucknerstraße. Ich muss einmal kurz gucken, ich bin halt noch nie gefahren hier, deswegen muss ich erstmal gucken, was steht da. Ne, wir sind ja nicht, falls wir sind halt falls über Dresdner Straße, über Dresdner Ring oder wie das da heißt, das zwischen. Lustiger Kreisverkehr. Seiger hat ja gerade Brucknerstraße gesagt, deswegen sind wir auch jetzt hier richtig. Auch dieses komische Knirschen immer von den Achsen, das wird. Muss ich jetzt hier hinfahren? Ja. Auf dem gesamten Gelände gilt hier 30. ZDF. Wo wir mit unserem Bus durchfahren dürfen. Wir befinden uns jetzt nämlich auf dem Gelände von dem Zweitdeutschen Rundfunk. Ich mach mal einmal kurz die Pause und dann zeige ich euch das mal. Ich zieh am besten noch mal die Maus von der Karte mal weg. Hier sind die Studios vom Zweiten Deutschen Rundfunk.
So sieht das Ganze halt jetzt aus dieser Perspektive aus. Jetzt fahren wir auch durch das Zentrum dieses ZDFs durch. Auf dem ganzen Gelände gilt jetzt halt hier 30. Auch wenn wir jetzt gleich so mehrspurige Straßen, so zweispurige Straßen. Sind natürlich wieder so Beruhigungsdinger eingebaut, damit man auch schön exakt 30 fährt, bevor man sich hier durch die Achsen bricht. Auf dem gesamten Gelände gilt 30. So kommt man natürlich zu spät. Dort ist die Hauptausfahrt, also das Haupttor. Die meisten sind halt immer andersrum jetzt gefahren, immer, deswegen fahre ich halt mal in die gegengesetzten Richtung. Jetzt verlassen wir das Gelände vom ZDF. Wir sind jetzt wieder auf dem öffentlichen. Hier ist auch keiner, der aufsteigen wollte. Sehr großes Gelände. ZDF. Wir fahren jetzt in die Innenstadt, über die Autobahn jetzt in Richtung Innenstadt von Mainz. Gutenberg Center Nord. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Autobahnfahrt. Über welche es geht, kann ich jetzt noch nicht sagen, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich fahre lieber mit 30 um die Kurve. So, mitten auf der Autobahn ist eine Haltestelle. Sehr gefährlich. Da wir einen Bus haben mit kompletter Bestuhlung, dürfen wir dort auch 80 fahren. Im Stehen ist halt der Bus, in diesem Bus sind halt keine Stehplätze vorgesehen. Deshalb können wir mal ein bisschen schneller fahren. Wofür sind wir auch auf der Autobahn? Aber auch nicht drauf, wo wir jetzt sind, auf welcher Autobahn.
dann halt weiter auf der Autobahn fahren will, muss dann halt jetzt hier rechts abbiegen in Richtung. Auf der Art. Auf der A60 in Richtung Weißbus. Konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Umweltzone. Guten Tag, Mann. Auch hier dürfen wir noch. Wir fahren am besten jetzt 50, weil das war jetzt gerade ein Ortsschild. Ist ja jedem Autofahrer dann bekannt, dass man dann, wenn man ein Ortsschild sieht, 50 erlaubt. Es sei denn, es steht dann zusätzlich ein Schild, welches angibt, dass wir 60 fahren dürfen. Einmal normal, bitte. Einmal normal? Na. Ich muss jetzt einmal anhalten, ich kenne ja die Fahrpreise noch nicht so gut. Einmal Erwachsenenticket. 2,50. Danke. Bitte. Ich hoffe, steigt nicht noch jemand ein und nicht, dass ich dass dem Nachfolgenden da noch die Tür vor der Nase zumache. Dieser Bus hat natürlich auch eine Rollstuhlrampe. Vor der Frecht. Scheint wohl, dass meine Familien-Map auf jeden Fall auch funktioniert. Wir bekommen jetzt hier eine Busspur, aber eine rote Ampel auch noch, inklusive einer roten Ampel. Einsteigen bitte. Hallo. Hallo. Einfach mal durchpfeffern. Dreiser Weg, Friedhof Pritzenheim. Oh, Schnellstraße. Können wir mal ein bisschen schneller fahren wieder, also 60 km/h dürfen wir dann hier fahren. So, wird's mal locker 4 Minuten Verspätung durch die rote Ampel. Deswegen ganz bald wirklich auf 60 fahren. Der Fahrgast sich an zu beschweren. Aber es möchte auch keiner aussteigen.
Klammernweg, Fachhochschule. Das möchte auch keiner aussteigen, merkwürdigerweise. Da war gerade wieder eine befahrbare Buslinie. Das war jetzt die 69. Koblenzer Straße, HDI Gerling. Warum ich auf der Map Mainz fahre heute, ist da, um halt ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Weil immer auf der Gladbeck Map fahren, das ist halt auch mal langweilig, auch für mich selbst. Ich werde auf jeden Fall weitere Touren auf der Gladbeck Map machen, auf jeden Fall. Müssen wir jetzt hier rechts fahren? Dann fahre ich mal einfach. Das Objekt hängt aber ziemlich blöd dort. Ah, Koblenzer Straße ist korrekt. Und die hintere Tür geht ja automatisch. Die kann ich wahrscheinlich auch aufmachen. Dann ist leider die. Und weiterfahren. Jetzt kommen wieder die Hochhäuser. Friedrich von Pfeifferweg. In der nächsten Zeit wird es leider so sein, dass ich meine Umzugskisten packen muss. Ach, ich muss streichen. Ach, nee. Mal gucken, gleich. Ach, nee, ist, glaube ich, ein Betriebshof einfach. Komm, fahr nicht so lahmarschig. Bremst noch ab, Freund. Ist verboten auf der Autobahn. Das war jetzt auch nicht viel besser gewesen, aber das muss jetzt auch nicht sein. Eine normale Fahrkarte. Und die kostet 2,50 und sie legt mir freundlicherweise 2,50 Euro hin. Das ist ja mal sehr nett von Ihnen. Ach, da rücken Sie mit. Wahrscheinlich mit dem Kollegen mitfahren. Universität.
sehr irritiert mit dem... Hier dasselbe mit der Plane, dass die Ampel mit so einer Plane eingehüllt ist. Das bedeutet, dass die Ampel halt noch nicht in Betrieb befindet. Hier hat der Busfahrer sogar, oder der Bus sogar eine separate Busampel. Gleich kommt die nächste interessante Stelle, nämlich die Straßenbahn. Da fährt zwar auf der Map keine Straßenbahn, aber es sind dort aber Schienen vorhanden. Die das dann halt hier auf der Map darstellen, dass auch eine Straßenbahn in Mainz fährt. Ja, da gibt es ja keine KI-Straßenbahn passend zur Stadt Mainz. Ach, ich habe die Haltestellenbremse benutzt. Das sollte man natürlich nicht tun, die Haltestellenbremse mit Türfreigabe benutzen. Bus hüpft wieder. Das ist einfach wegen den Hochhäusern. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Zurück geht's wieder auf die Autobahn oder auf die Schnellstraße. Hauptbahnhof West, Taubertsbergbad. Oh, wir dürfen sogar reinspuren. Darauf zurück. Ja, was auch gesagt wurde bei den anderen Let's Playern, dieser Bus ist halt sehr performance-hungrig. Der Bus hüpft man gerne halt mal rum. Da seht ihr jetzt auch von dem Hintergrund die Oberleitung von der Straßenbahn. Von der Straßenbahn. Boah, fällt mir scheiße. Ja, da kann ich auch nichts für. Wenn Omsi wieder am Rumspinnen ist. Da kann ich auch nichts ändern. Sehr geehrte Fahrgäste, es tut mir leid, dass dieser Bus jetzt gerade ein bisschen am Rumhüpfen ist. Das liegt an der Omsi-Performance. Da kann ich leider auch nichts, da habe ich leider auch keinen Einfluss drauf, auf sowas. Weil Omsi 2 leider eine 32-Bit-Software ist. Da kann ich leider nichts ändern dran. Wofür hat man eigentlich eine Busampel, wenn man auch wirklich die normale Ampel einfach nur hinstellen braucht? Wir fahren jetzt genauso wie die Straßenbahn über diese Trasse hier. Ich glaube, würde jetzt ja auch noch eine Straßenbahn fahren, würde Omsi wahrscheinlich abschmieren. Scheiße. Bitte nicht nachmachen.
Dann ist es auch nicht da, denn um sie über den... Guten Tag. Guten Tag. Einmal normal, bitte. Einmal normal? Drei, vier, sechs, acht, zehn. Man hätte auch einfach auf die 6 drücken können. Erwachsene normal. Guten Tag. Guten Tag. Ich muss mal ganz schnell zusehen, dass wir hier aus der Innenstadt herauskommen. Laut, aber richtig laut. Vierte Spur. Ich muss mal wieder ein bisschen den Omsi beruhigen. Wir bleiben halt hier auf der linken Spur, weil wir jetzt abbiegen werden. Nämlich entlang der Straßenbahn. Wir können auch sogar, glaube ich, auf der Straßenbahnschiene bleiben sogar. Wir können sogar uns auf der Straßenbahn, auf der Straßenbahntrasse weiter aufhalten. Hauptbahnhof. Weil wir Busse benutzen nämlich auch das Straßenbahnsignal. Wir sollten natürlich auch blinken und auch ankündigen, dass wir links abbiegen wollen. Und wir erreichen nun jetzt den Hauptbahnhof. Hätten wir jetzt halten müssen. Was wollte jetzt eh keiner mit? Das ist auch, glaube ich, hier die Straßenbahnhaltestelle. Fußgängerzone. Normalerweise müsste da zusätzliches Schild stehen für... Ach, hier müssen wir halten. Das ist natürlich sehr doof. Wenn man sehr ortsunkundig ist. So, jetzt wollen die Fahrzeuge ein bisschen aufsteigen. Ich gucke es am besten geradeaus, mache dann die Tür auf, sonst ist der Bus gleich wieder rum. Richtig kalt hier drin. Hallo. Oh. Hallo. 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 Guten Tag. Ist natürlich sehr blöd, dass diese Ach, da oben ist die, der Kontrollpanel. Guten Tag. Guten Tag. Also die Tasten kann man leider nicht drücken. Tut mir leid, ich habe die Heizung jetzt gerade angemacht. Sehr gefährlich, die Straßenbahn spielen. Ich möchte einmal kurz mal in die Außenansicht gehen, um zu sehen, ob die das A leuchtet, natürlich nicht. Ach, hier kann ich auch gucken. Ich halt jetzt nach der Verkehrsampel fahren. Die Straßenbahn fährt geradeaus weiter, wir biegen jetzt aber weg. Wir verlassen jetzt die Straßenbahn und den Linien oder den Streckenverlauf der Straßenbahn. Neubrunnenstraße. Wir fahren jetzt in Richtung und verlassen jetzt die Innenstadt mit 5 Minuten Verspätung. Es ist natürlich sehr kalt. 9 Grad im Bus ist das kalt.
Ich hoffe, das ändert sich jetzt aber. Oh, Ampel ist mal grün, können wir mal drüber fahren, ohne mal zu bremsen. Da ist doch niemand raus. Aber jetzt. Hindenburgplatz. Architektenkammer Rheinland-Pfalz. Hallo. Hallo. Einmal kurz, Schreckenschüler. Einmal Kurzstrecke für Schüler. Das Kurzstreckenticket Schüler kostet 90 Cent. Deswegen ist das immer sehr ratsam, sich schon mal ein bisschen über die Fahrpreise schlau zu machen. Kurzkind da unten. Doch am Reichstag vorbeifahren, das am Landtag vorbeifahren von Rheinland-Pfalz. Bauhofstraße, Rheinland-Pfalz Bank. Sehr viele. Da fahren wir jetzt einfach drüber. Das ist ja nicht wieder herausputzen, diese Verspätung. Da ist ja ganz schön kalt hier drin. Hallo. Ja, ich verstehe jetzt auch nicht, warum die Heizung nicht... Eine Kurzstrecke. Kurzstrecke. Was kostet die denn jetzt? Erwachsene kurz. Kurzstrecke für Erwachsene. Ach da, Kurzstrecke Erwachsene. Muss man erstmal hier suchen. 1,60 kostet das. Eine Kurzstrecke. Kurzstrecke 90 Cent. 4,10 Euro kriegst du wieder. Und das Kurzstreckenticket für Kinder kommt auch hinterher. Dankeschön. Bitte. Hallo. Einmal normal, bitte. Ich muss jetzt gleich erstmal gucken, dass ich die Heizung, dass ich das auf
Die Heizung, ihr redet nicht, dass die Heizung ein bisschen wärmer wird. Danke. Dass der Bus die Heizung ist, die Heizung ein bisschen wärmer wird. Ja. Machen wir jetzt sehr schön die Türen zu. Schusterstraße, Galeria Kaufhof. Freu dich drauf. Wir wollen auch einige Fahrgäste shoppen gehen, deswegen steigen sie uns hier aus. Was ist denn der Scheiße? Ja, tut mir leid, dass ich so scheiße fahre. Goldhalle, Rathaus. Komm, Fahrtaxi. Liebe Fahrgäste, ich möchte auch ein bisschen dafür sorgen, dass Sie nicht zu spät die Haltestellen erreichen. Gucken, ob das jetzt hier der Fall ist, die Haltestelle. Nein. Können wir mal weiterfahren. Auf der Infotafel, da steht jetzt schon 10 Minuten Verspätung. Brückenplatz. Ach da. Wollte doch nicht gehen. Guten Tag. Guten Tag. Boah, es sieht ja mal kälter am Bus, ey. Gibt's ja gar nicht. Funktioniert die Heizung doch eher wohl nicht. Brückenplatz. Ach, da wollte ich jetzt gar nicht drauf. Kastell Brückenkopf. Über den Rhein. Jetzt allein schon die Treppe.
Wenn du die Stadt verlassen, dürfte die Performance nicht mehr so in den Keller gehen. Weil wir uns jetzt so langsam in den Vorort jetzt reingefahren sind, da dürfte das jetzt nicht mehr so schlimm sein. Aber es wird immer kälter. Das ist ja unglaublich. Das ist eine bescheuerte Heizung, ist das. Ich glaube, ich fahre demnächst mit einem Citaro. Dass man, wenn man, ohne dass man jetzt halt rüberschwenkt. Kastell, Bahnhof. Was kriegt der? Ich wollte halt auch mal gerne mal durch eine Hauptstadt fahren. Hallo? Eine Hauptstadt eines Bundeslandes fahren. Da wollte jemand aussteigen. Das ist echt geil. Ich will jetzt mal anstatt die linke Spur zu benutzen. Ja, das war klar. Die Heizung angemacht, damit wir es immer Geld haben müssen. Oder muss man irgendwas hier einschalten? Ach, da geht's nicht. Kostheim, Hochheimer Straße. Netto. Das sieht man nicht so häufig im Ort. Mainz, Kostheim Mitte. Mainzer Straßennamenschilder. Sollen wir weiter so machen? Sollen wir das ganze Mainz nachbauen und dann. Hallo. Hallo. Ist das zu kalt hier im Bus? Na, das weiß ich auch. Ich kann auch nichts da ändern. Ich hätte lieber ein Citaro nehmen sollen. Leider nicht. Den Bus kann man nicht verstehen. Kostheim, Linzer Straße. Ein KI-Fahrer, bei KI-Busfahrer werden würde ich mich jetzt nicht beschweren. Das ist eher bestimmt die Klimaanlage.
kann jetzt leider auch nichts machen. Ich habe die Heizung auf Rot, den Drehregler auf Rot gestellt und dann die Heizung, das mit der Lüftung angemacht. Hallo. Hallo, ein Fahrschein bitte. Ein Fahrschein. Für 2,50. Drei, vier, sechs, acht, zehn. Ja, einmal da drauf. Dankeschön. Bitte. Kostheim, Hallgarter Straße. Hier muss man fahren wie so ein Fernglas. Hier muss man wirklich fahren wie im Fernglas, in einer Fernglassicht. Wird aber auch nicht wärmer im Bus. Ich stelle jetzt dann einfach die Temperatur auf 30 Grad. Hört sich an, dass da eine Klimaanlage an ist. Ich mache mir die Lüftung mal vor aus. Die Tür geht auch noch auf, Hilfe. Geht zu die Tür. Ja, ich hätte jetzt sowieso noch mal geheilt. Quetschen sich auch noch dazu. Kostheim Sampelweg. Dass auch original Haltestellenansagen sind, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich bin noch nie mit so einem DB-Bus gefahren, doch einmal in. Da ist die Haltestelle. Einmal in Gelsenkirchen bei der Extraschicht. Guten Tag. Guten Tag. Ich verstehe das nicht. Was ist das für eine Heizung? Werde ich mich mal gleich bei der MVG beschweren. Die Tür ist immer noch offen. Kostheim, Steinern Kreuzweg. Scheint nicht funktionieren.
wieder hinter der Ampel. Aussteigen möchte aus der Mitte. Und seit einer Stunde unterwegs. Hochheim, Mainzer Straße. Mainz. Und fahren ein bisschen über Land. Jetzt noch in der nächsten Zeit noch Videos machen kann, das kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall in der neuen Wohnung, sobald ich wieder Internet habe, werden es auf jeden Fall wieder weitere Folgen um 2 geben. Ich möchte auch gerne wieder weiterhin Let's Plays mit ETS 2 machen. Da habe ich auch ein Projekt gestartet gehabt, weil ich möchte halt gerne mal euch auch verfolgen lassen. Man hat einer den Folgen machen darüber. LKWs dürfen da nicht durch. Jetzt wird es wieder um Haltewunsch gebeten.
Hochheim, Antonius Haus. Auf die Hüpfenbus. Der fährt ja drin. Boah, fährt der Scheiße. Ja, du mich auch. Bin ich froh, dass sie jetzt aussteigt, den Bäcker Fritz. Hochheim, Alleestraße. Muss ich mir mal wieder ein USB-Stick mal besorgen. Ich habe nämlich auch mal vor, mit einem Scania zu fahren, der jetzt endlich erschienen ist. Können Sie die Heizung bitte anmachen? Einmal Kurzstrecke bitte. Ja, ich verstehe die Heizung auch nicht mehr. Ich kann auch nicht, ich weiß auch nicht, was hier los ist, Kurzstrecke. Ich beschwere mich mal beim Verkehrsbetrieb. 2, 3, 5, so. Kurzstrecke für Erwachsene. Kurzstrecke E für, also Kurzstrecke Erwachsene. Hallo. Hallo. Die Heizung ist leider kaputt, ich kann es auch nicht ändern. Ich kann ja keinen Grill hier im Bus anmachen. Ich kann ja keinen Gasbrenner hier im Bus anmachen. Offenes Feuer ist im Bus verboten. Und noch ein Kreisverkehr. Hochheim, Dresdner Ring. Soll auch eine Stadt außerhalb von Mainz sein, eine eigene Stadt. Ich kenne mich ja in dieser Region auch nicht aus, deswegen kann ich es nicht sagen. Ein Stromhäuschen komplett voll mit Graffitis. Kann ja sein, dass welche auch aus der Mitte aussteigen. Ja, tatsächlich. Und weiter geht die Fahrt. Ich hoffe nicht mehr weit. Hochheim, Hallenbad. Dass hier eine Ampel steht. Schwerpunkt war bestimmt auch diese Überlandstrecke. Weil dieser Bus die 68 durch drei Städte fährt.
sind auch andere Haltestellenschilder zu sehen, deswegen, das wird wohl auch eine eigene Gemeinde sein. Da muss ich doch nicht wärmen, ich glaub's ja wohl. Entweder ist das ein Bug, dass die Heizung noch nicht funktioniert. Ich möchte mal am liebsten gerne mit Zitaro fahren. Weiß ich wenigstens, wie man die Heizung benutzt. Da steht ein VW-Bulli. Ich werde mir vielleicht auch mal eventuell mal Bremen-Nord runterladen. Weil dies ja auch eine realistische Karte ist. Und wir müssen wieder 30 fahren. Sehr schöne 30er-Zone. Wieder schön Verspätung einzuholen. Unfall! Ich habe gerade einen Menschen überfahren. Toll. Hier ist ja Fußgängerweg. So, alles zu spät angefahren. Ich mache mein Altmenü aus. Wir befinden uns jetzt in Hochheim Bahnhof am Berliner Platz. Die Fahrgäste sind jetzt alle ausgestiegen an dieser Stelle. Ich hoffe, möchte ich mich dann von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Die erste Folge im neuen Jahr. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen, dass ich auch mal jetzt eine Abwechslung mal gemacht habe und bin halt mal auf der Map Mainz gefahren. Ich hoffe, das war euch jetzt auch sehr interessant gewesen, dass ich jetzt mal mit so einem Bus heute mal gefahren bin, mit dem MAN Line City. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr das, mir ist das egal, ob ihr mich liked oder auch nicht. Ihr könnt auch gerne ein Abo hinterlassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das würde mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Wann die nächste Folge erscheinen wird, das weiß ich noch nicht. Zu 100%. Ich bin jetzt zur Zeit im Umzug. In einem Umzug. Ich ziehe in eine andere Wohnung. Und da muss ich halt mal schauen, ob ich dann noch, bevor ich dann halt in der neuen Wohnung bin, noch eine Folge machen kann in Umzug 2. Bis dahin sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Drive Umzug 2.
Auf jeden Fall werden es noch weitere Folgen geben. Aber bis dann sage ich erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Markus Schlaut.